einfach wie Monte bei eBay shoppen. Eigentlich auch lustig, ne? Ich habe aktuell eigentlich nichts, was ich mir irgendwie groß kaufen möchte. So, also ich bin ja ehrlich, I'm early, ne? Ich werde sehr wahrscheinlich nächstes Jahr im Sommer, vielleicht auch erst übernächstes Jahr ausziehen. Und ich spare momentan halt die Kohle. Kommt jetzt vielleicht nicht immer so rüber, wenn ich hier 1000 Euro in Packs baller. Ist ja auch irgendwo mein Beruf und ich krieg natürlich auch einen Teil der PSN-Karten gesponsert, ganz klare Geschichte. Aber ich versuche momentan echt relativ viel Kohle beiseite zu legen. Weil, also ich habe schon gut gespart, also ich würde halt lügen, wenn es mir als YouTuber nicht gut geht. Ist einfach so, wär geheuchelt, wenn ich sagen würde, ja, ist ganz okay. Also man kann teilweise schon echt viel Geld verdienen, ist einfach so, bin ich ehrlich. Und ja, ich lege jetzt Geld beiseite, dass ich nächstes Jahr mir vielleicht irgendwo anzahlen natürlich, vielleicht in eine Doppelhaushälfte oder so investiere und da einziehe. Weil mit einem bisschen Grundkapital ist es halt einfach sinnig, sein Geld halt in ein Objekt zu investieren, anstatt halt in irgendetwas, was krass an Wert verliert, so. In ein Auto oder sowas, das macht für mich aktuell keinen Sinn. Ich habe einen VW Polo, mit dem bin ich zufrieden. Hab den noch über ein Jahr, habe ich den noch geleast, habe ich damals von meinen Eltern zum Geburtstag bekommen, so. Brauche ich jetzt gerade keine dicke Karre. Ist natürlich auch cool, so. Aber, ja, bin momentan halt dick am Geld sparen, dass ich vielleicht in 2 Jahren oder so mir den Traum vielleicht wirklich verwirklichen kann, ne? Muss mal schauen. 20 geworden im Juni. Nächstes Jahr werde ich 21. Hauptsache, der fährt. Ja, nicht hauptsache, also ja, schon. Schon. Irgendwie ja. Ein Auto ist halt ein Luxusgegenstand, so. Wenn du dick Geld hast, spricht absolut nichts dagegen, oder wenn du es dir leisten kannst oder es dir leisten möchtest, spricht nichts dagegen, sich ein dickes Auto zu holen, so. Aber andererseits bringt dich ein Polo genauso ins Ziel wie irgendein dicker Benzer. Klar ist es geiler, mit einem dicken Benzer zu fahren, aber macht es jetzt halt gerade für mich Sinn, wenn ich sag so, Alter, ich wohne noch zu Hause bei Mama, so, und warum soll ich jetzt 40, 50, 60.000 Euro in eine dicke Karre stecken, wenn ich damit vielleicht irgendwie ein Haus oder eine Doppelhaushälfte oder irgendein Eigentum halt anzahlen kann, von dem ich später noch was hab. So ein dickes Auto, das kaufe ich mir dann oder zahl's an oder keine Ahnung, und in 4 Jahren ist es nur noch die Hälfte wert, dann läuft YouTube nicht mehr und ich stehe da und denk mir, ja toll. So, weißt du? Deshalb möchte ich halt in irgendwas Sinniges investieren. Da werden natürlich auch nicht alle meiner Meinung sein, so. Werden bestimmt auch welche im Chat sein, die jetzt denken, so, Alter, ist der behindert mit 20, der will sich ein Haus kaufen, was ist bei ihm kaputt? Aber hab mich da schon ein bisschen informiert. Mein Vater und meine ganzen Onkels, die sind ja auch alle selbstständig, ein bisschen mit denen unterhalten. Und die meinten halt auch, es wäre das Sinnigste, was man eigentlich so machen kann. Auch mit Steini unterhalten, der hat sich ja auch ein Haus gekauft vor Ewigkeiten, beziehungsweise eine Doppelhaushälfte, die ja auch fast fertig abbezahlt hat, glaube ich. Und, ja, das ist auf jeden Fall so mein Ziel. Dafür muss YouTube natürlich auch noch laufen, ne? Familie, ja, ich wohne in einem super schönen Haus, gar keine Frage. Meine Eltern haben ein super großes, schönes Haus. Mein Zimmer ist ja auch ultra riesig. Aber irgendwann will man natürlich auch irgendwie auf eigenen Beinen stehen. Also ich, zum Beispiel, so, meine Eltern haben ganz gut Geld, das ist einfach so, ne? Also mein Vater ist selbstständig in einer Firma, wir leben nicht schlecht. Aber trotzdem, ich habe es früher immer gehasst, so, sage ich mal, davon, also was heißt davon zu profitieren, aber ich habe es gehasst, mich von meinen Eltern so verwöhnen zu lassen. Das war auch alles in einem guten Maße, also meine Eltern haben nicht irgendwie angefangen, mir mit 10 oder so ultra viel zu geben, ich habe völlig normal Taschengeld und so bekommen, aber ich war immer ein Freund davon, mir selber Sachen zu arbeiten, selber Geld zu verdienen, um einfach was Eigenes in der Hand zu haben. So, und deshalb möchte ich auch wenn ich es bestimmt in den nächsten 3, 4 Jahren noch nicht müsste, ausziehen, weil ich einfach was Eigenes haben möchte. Was machst du denn, wenn YouTube nicht mehr läuft? Das kann ich dir gar nicht sagen, Alter. Ich kann es dir echt nicht sagen. Es gibt so viele Sachen, die mich interessieren. Es gibt so viele Sachen, die mich nicht interessieren. Aber du kannst doch nicht im Sinners-Pullover da sitzen und sagen, du sparst viel Geld, Digi. Kein Front, da ich selber oft High Fashion kaufe. Aber das finde ich schon sehr kritisch, bra. Also ich muss zu dem Balenciaga-Pullover, muss ich tatsächlich sagen, ich habe eine Kooperation mit der Seite Farfetch und da kriege ich ab und zu mal Sachen. Power Strikes, Dankeschön, herzlich willkommen in der VIP Bro Army. Ich habe eine Kooperation mit der Seite Farfetch, kennst du ja vielleicht, kann man sich ein bisschen High-Fashion gönnen, wo ich ab und zu mal was zugeschickt bekomme. Aber ja, auf jeden Fall, also ich gebe auch für viele Sachen ab und zu Geld aus, wo es nicht nötig ist, aber generell versuche ich halt einfach ein bisschen zu sparen. So, ab und zu muss man sich auch mal was gönnen, meiner Meinung nach. Definitiv. So, das
es macht jetzt auch nicht Sinn, die nächsten, keine Ahnung, 2 Jahre die ganze Zeit so voll low zu leben, sag ich mal. Um dann halt irgendwie was richtig Krasses zu haben, so. Also ich versuch's so relativ ausgeglichen zu halten. Also ich mach mir das immer so. Ich setz mir immer so Grenzen. So, ne? So, ich krieg dann zum Beispiel, also YouTube krieg ich meistens das Geld so am, glaub am 10. oder so vom Netzwerk. Und dann setz ich mir halt, setze ich mir immer so eine Grenze auf dem Konto so. Also jetzt Beispiel, so ich kriege jetzt zum Beispiel Anfang des Monats 8.000 Euro von YouTube. Und dann sage ich mir, okay, diesen Monat möchte ich auf jeden Fall nicht unter Summe X auf meinem Konto rutschen mit dem neuen Geld, was ich drauf habe. You know? Also das ist immer so ein bisschen mein Ding. So, keine Ahnung. Machen vielleicht ein paar von euch auch so. Aber ich setze mir halt immer, wenn ich Geld bekomme, so eine Grenze so, ey, so und so viel gebe ich jetzt aus diesen Monat, wenn überhaupt, aber mehr auf keinen Fall. So, und wenn ich dann doch mal irgendwie, wenn ich doch irgendwas gekauft habe, wenn ich Geld abgehoben habe, dann kriege ich übel die Krise, wenn ich doch mehr ausgegeben habe, Alter, dann bin ich richtig mad. Findest du Shisha unnötig? Nö. Shisha ist geil. Aber muss jeder auch für sich selbst wissen, wenn ihr unter 18 seid, raucht keine Shisha. 8.000, ja moin. Es ist unterschiedlich, Freunde. Das kann man, YouTube, es wird auch, Dings hier, das wird man nie über einen Daumen brechen können. Niemals. Absolut nicht. Also aktuell, ich bin, was sowas angeht, also ich zeige euch jetzt nicht meinen Kontostand oder sonst irgendwas, aber YouTube Analytics kann ich euch zeigen, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Aktuell kriege ich falsche Cam. Geddy, herzlich willkommen in der VIP Bro Army. So, aktuell bin ich bei $8,450 nur von YouTube. Und das ist für die Aufrufe, die ich momentan mache, übertrieben gut. Also es ist wirklich für 5,8 Millionen Aufrufe, $8,400 ist super krass. Ja? Aber das ist auch ein absoluter Momentzustand. Ich hatte auch Monate, also bestes Beispiel ist zum Beispiel letztes Jahr im Januar gewesen, als das Team of the Year war. Ne? Und da habe ich den krassesten YouTube-Monat meines absoluten Lebens gehabt. Ein Draft-Token auf Ehre, nice. Da hatte ich, glaube ich, 12 Millionen Aufrufe oder so. Und nur, nicht in den falschen Hals jetzt bekommen, das ist viel Geld, aber nur $10.000 bekommen. Ja? Sprich, 12 Millionen Aufrufe, $10.000 und jetzt bin ich bei 5,8 Millionen Aufrufen oder so und $8,500 oder so. Das ist halt, also momentan habe ich einen super guten CPM. Also ich glaube, es ist doch momentan so, dass YouTube halt einfach vor FIFA-Videos sehr gut Werbung schaltet, weil FIFA halt gerade frisch rausgekommen ist und gut gepusht wird und so, ne? Weil es halt gerade im Hype ist. Also zum Beispiel im Juni oder so, ne? Habe ich für ein Video, keine Ahnung, mit 150.000 Aufrufen so $140 oder so bekommen. Was auch okay ist, gar keine Frage, aber im Verhältnis, wisst ihr? So, das ist halt momentan, kann ich mich absolut nicht beschweren. Steini schreibt mir da. Kleiner Bastard. Grüße an den Stream, Grüße an dich, Digga. Alles fit bei dir. 8000 Euro sind krass und ich finde eigentlich zu viel, aber trotzdem Respekt für das, was du bisher erreicht hast, Broski. Ja, ich sag euch ganz ehrlich, also mal absolut real talk. Für das, was ich an Arbeit leiste, sage ich euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das Geld immer fair ist, ne? So. Nur ich sag mal so, ich glaube, Mont hatte das auch mal in einem Stream gesagt. Wenn jemand zu euch hingeht, wie YouTube jetzt, und sagt, Digga, hier für 5,8 Millionen Aufrufe kriegst du $8,000, niemand von euch würde sagen, nee, ist zu viel. Gib das jemandem anders. Auf gar keinen Fall. Ja? Und es gibt auch Produktplatzierungen, die sind so krass gut bezahlt, wo du dir denkst, so, Alter, ich muss da 2 Minuten lang irgendeine App in eine Kamera halten und krieg dafür so viel Geld. Das ist unverhältnismäßig, wenn du dir anguckst, wie irgendwelche Krankenschwestern oder so nachts um 3 Uhr alleine auf einer Station rumrennen und dafür 1.500 Euro im Monat bekommen. Es ist völlig unverhältnismäßig und ich sitze hier und stream. Aber, so, keine Ahnung, wenn man das Geld bekommt, niemand von euch, und das ist einfach so, niemand von euch würde sagen, oh, nee, nehme ich nicht, ist zu viel Geld.
Klar, man kann ab und zu mal was spenden, bla bla bla. Muss aber jeder machen, wie er meint. Ich wollte halt eigentlich solche Themen erst nachts ansprechen. Jetzt sprechen wir es um kurz vor neun an, Alter. Das ist fair. Du hast so wenig Privatsphäre. Das passt, ohne Witz. Ja, du musst es halt immer in Relation sehen, so. Guck mal. Also man sieht natürlich so, wenn man einem YouTuber zuguckt, das hatte ich auch, glaube ich, letztes Mal mit Steini im Stream gesagt, so. Du siehst natürlich eigentlich zu 90% immer nur die guten Seiten. Auf Instagram immer Highlife, ey, ich flieg hier hin, ich flieg da hin. Keiner oder ganz wenige YouTuber. Habt ihr schon mal einen YouTuber gesehen, der eine Instagram-Story gemacht hat und gesagt hat, boah, Jungs, Alter, heute ist ein Scheißtag, Mann, heute ist Kacke, ich hab keinen Bock. Nee. So, die Leute sitzen da, ey, hier, geil, chill grad hier, mega nice, Influencer-Lifestyle. Als ob sich da irgendeiner hinsetzt und sagt, ich hab einen Kacktag. So, Alter, ich sag euch ganz ehrlich, es ist auch super schwierig, sich jeden verfickten Tag zu motivieren, ein Video zu machen. Super. Na, es gibt auch Tage, wo ich sag so, nee, Alter, oh, heute kein Bock. Aber wer durchzieht, zieht durch. So. Ja. Und es gibt auch viele negative Sachen. So. Zum Beispiel bei mir als Streamer, ich streame eigentlich, wenn FIFA 19 auf Hochzeit ist, so gut wie jeden Freitag und Sonntag. Ich habe kein Wochenende. So, alle meine Kollegen, die am Studieren sind, die sind unter der Woche, sind die halt in der Uni. Und müssen nächsten Morgen wieder früh raus. Am Wochenende. Na? Machen die High Life. Den einzigen Tag, den ich kann, ist Samstagabend. Das ist, ne? Es gibt auch negative Punkte, auf jeden Fall. Ganz ehrlich, ich würde dir lieber jeden Monat die 17,50 Euro an GZ-Gebühren überweisen, weil du mich wesentlich mehr entertainst als die Öffentlich-Rechtlichen. Mach weiter so. Dankeschön. Sehr coole Nachricht. Na, also ich muss auch immer sehen, also warum ich niemals sagen würde, der und der YouTuber verdient zu viel, das ist ungerechtfertigt, bla bla bla. So, ihr, beziehungsweise ich kann mir alles kostenlos reinziehen. So, wenn ich jetzt von euch irgendwie 60 Euro oder so im Monat verlangen würde, dass ihr euch meinen Scheiß reinzieht, dann würde ich auch meckern, so. Aber im Endeffekt ist ja nicht, das Geld wandert ja nicht von euch zu mir. Also jetzt ausgenommen von Donations und vielleicht einem VIP-Sub, was ja freiwillige Sachen sind. Sondern das wandert von YouTube zu mir, beziehungsweise von Werbepartnern, die vor den Videos irgendwas schalten.